werde wach, mach die Augen noch nicht auf. Spüre das Licht, doch ich trau mich nicht heraus aus dem Bett bis zuletzt und der Kopf fühlt sich flau an. Ringe nach Luft, doch geh trotzdem auf Tauchgang. Wie ein Kater, obwohl ich nichts getrunken hab. Gestern schon im Bett gewesen, vor dem Sonnenuntergang. Geschlafen hab ich trotzdem schlecht. Und wen wundert's dann, dass ich den Albtraum der letzten Nacht nicht überwunden hab? Scheiße, Mann! Wieso fühle ich mich schuldig? Wieso wird meine Kehle eng, sodass ich keine Luft krieg? Wieso fühlt es sich an, als ob kein Herz in meiner Brust schlägt? Und warum muss ich weinen, obwohl's mir eigentlich doch gut geht? Ich brauch verdammt nochmal einen Ausweg, aber momentan kann ich nicht mal aufstehen, geschweige rausgehen. Stattdessen hör ich Nasen's Like, bestelle Fastfood und verschlafe dann die Wartezeit. Und ob sich das noch alles lohnt? Sitze hier mit Bruder Schlaf und Gevatter Tod fassungslos. Diskutieren Perspektiven, zum Glück bin ich bisher noch meiner Lage hergeblieben. Und ob sich das nochmal rentiert? Die meiste Zeit ist man sowieso total verwirrt, bis man stirbt. Aber wird schon schief gehen, und bis dahin kann ich euch davon ein Lied sehen. Wir sind gefühlt schon seit Wochen nur am Diskutieren, völlig zerstritten, doch hast trotzdem Angst mich zu verlieren. Es ist Wut im Brand, in der Küche ein bedrängtes Tier. Ich werde immer dünner, dennoch ist es eng mit mir. Du sagst, ich soll mich endlich mal zusammenreißen. Ich versteh das, kannst nicht mehr denken nach der ganzen Scheiße. Und gerne würde ich ein Ende setzen, aber leider kann ich's nicht. Und lass dich hängen mit nem Fragezeichen. Du bist groß und stark und bitterlich am Weinen. Und ich geh, denn das willst du sicherlich nicht zeigen. Und ich geh, und du sitzt im Flimmerlicht alleine. Wem mach ich etwas vor? Eigentlich bin ich nur feige. Ich brauch verdammt noch mal nen Ausweg. Ich kann das alles nicht mehr ausstehen. Meine Ausreden, öffne noch ein letztes Bier, die Symbole. Und dann bin ich weg von hier. Und ob sich das noch alles lohnt? Sitze hier mit Bruder Schlaf und Gevatter Tod fassungslos. Diskutieren Perspektiven, zum Glück bin ich bisher noch meiner Lage Herr geblieben. Und ob sich das noch mal rentiert? Die meiste Zeit ist man sowieso total verwirrt, bis man stirbt. Aber wird schon schief gehen. Und bis dahin kann ich euch davon ein Lied sehen. Und ob sich das noch alles lohnt? Sitze hier mit Bruder Schlaf und Gevatter Tod fassungslos. Diskutiere Perspektiven, zum Glück bin ich bisher noch meiner Lage Herr geblieben. Und ob sich das noch mal rentiert? Die meiste Zeit ist man sowieso total verwirrt, bis man stirbt. Aber wird schon schief gehen. Und bis dahin kann ich euch davon ein Lied sehen. Leben ist ein Nutznießer der Hoffnung. Ein Blick auf die Geschichte beweist es. Aber eben dieser zeigt ebenfalls echte Veränderung. Revolution nur stattfindet, wenn die Hoffnung stirbt. Und das Leben in einer letzten, verzweifelten Anstrengung die alte Schale abwirft und sich neu zusammensetzt. Verzweiflung ist die bittere Medizin zum Schmerztöter der Hoffnung. Am Ende
Es ist eine morpheusche Entscheidung.